Hallo. Ja, das Match leider schon losgegangen, aber nicht schlimm. Viel ist noch nicht passiert. Oh, jetzt der erste Stock. Und zwar Levi gegen Syntek oder Levi und Syntek gegen Capri, gegen Beißel und Skyvania. Das ist das letzte Set von Doubles. Danach geht's los mit Singles Pools. Darauf könnt ihr euch also schon einmal freuen. Ja, wir können sehen, Skyvania hat schon einen Stock verloren, aber grundsätzlich, jetzt hier gerade Levi gekillt und es ist even an Stocks. Zente sind ungefähr gleich. Jetzt gerade Beißel mit dem Kill auf Syntek und Skyvania wird gespiked. Also hier schon der zweite Stock von Team Rot weg. Ja, Skyvania heute eigentlich sehr stark unterwegs. Das letzte haben sie verloren. Aber ansonsten eigentlich sehr stark das Duck-Antro-Duo. Ja, auf jeden Fall. Also man sagt auch Beißel und Beißel Junior dazu. Beißel, ein Veteran praktisch, was die Turniere hier im Norden angeht, hat auch schon einmal gewonnen mit Dakan und auch schon gegen den besten Spieler hier im Norden. Jetzt hier gerade der Teamkill von Venia auf Beißel. Eigentlich Falco ein guter Charakter auf jeden Fall gegen Dakan und hier sieht man auch Syntek mit der Combo. Leben hier gerade mit dem PK Thunder oder mit der PK Rocket besser gesagt. Und ich dachte, Beißel könnte ich vielleicht noch retten, aber leider nicht. Und Vania, Skyvania hier gerade mit dem Stock Share. Beißel, schafft's hier? Ja, schafft das hier? Nein! Wow! Levi basically von der Blast Zone noch geschafft hier. On Stage zu kommen, das war wichtig, auf jeden Fall, weil das Ganze ist mehr even, als es aussieht, auf jeden Fall. Ja, Levi heute auch den ganzen Tag schon stark mit den Recoveries. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Bei Lukas wird das gerne mal unterschätzt, also es ist ein Charakter, den kann man auf jeden Fall gimpen, aber wenn die Leute Kenner sind, dann sind sie schwer, wenn sie es gimpen. Und ich bin mal gespannt. Oh! Und Beißel schafft es hier nicht, noch das 4-Stock-Comeback zu machen. Ich hätte es ihm zugetraut. Letztendlich hätte es ihm zugetraut. Aber Syntek macht hier mit seinem Falco den Sack zu. Beziehungsweise jedenfalls hier in diesem Game Nummer 1. Und wir gehen in Game Nummer 2. Wir können damit rechnen, dass das Duckhand-Duo, das Duckhand-Quartett praktisch, oder die Bremer Stadtmusikanten hier keinen Character-Switch machen. Ich glaube, das wäre, da würden die sich wahrscheinlich vorkommen, als ob sie ihren Charakter verraten würden. Deswegen werden wir das nicht sehen. Aber ich bin mal gespannt, was wir hier stattdessen sehen werden. Ja, gleiche Charaktere. Warum sollten Levi und Syntek auch etwas anderes wählen? Hat ja ganz gut funktioniert gerade. Ja. Ich bin mal gespannt, also wir haben gesehen, Beißel hat praktisch nur mit 2 Stocks gespielt und hat trotzdem lang überlebt. Deswegen da bin ich mal gespannt, wie Vania hier gerade adapten kann, weil die Charaktere sind auch nicht leicht zu kämpfen. Lukas und Falco. Jedenfalls auf diesem Level nicht. Levi, ein Spieler, der unglaublich aggressiv spielt auch. Ich glaube, das ist keine schlechte. Oh, ja, noch ein Leben. Und kann er nicht. Oh, er versucht ihn zu spiken, aber Levi kommt wieder ran. Kann ihn in dem Moment sogar noch ein bisschen mehr Damage machen. Und Levi macht auch mehr Damage als Beißel an Syntek in dieser Zeit. Ist hier gerade Skyvania der Erste, der über 100% ist. Man darf nicht vergessen, dass. Fast gekillt. Oh, das Venia jetzt schon ein Stock down. Ja, genau. Ich darf nicht unterschätzen, wie gut Beißel killen kann. Oh, hat sich fast gespiked. Schafft es hier nicht, Levi rauszukillen. Aber Skyvania schafft's. Und jetzt gerade sieht das gar nicht schlecht aus für Team Rot. Ja. Vielleicht können sie hier den Ausgleich erzielen, aber sie haben noch ein ganzes Stück vor sich. Und wie gesagt, die Recoveries von Levi
klappen sehr gut. Ja. Viele Leute versuchen da immer reinzusprengen. Dabei müssen das gar nicht, weil eben hat man ja auch gesehen, dass Levi onstage recovered hat. Und man kann dann halt einfach warten, bis er onstage ist und dann angreifen. Ja. Das ist viel sicherer. Da kriegt man halt auch viel weniger Prozente. Und jetzt gerade Levi kann wieder recovern. Weißel immer noch auf 3 Stocks. Venia auf 0. Das ging jetzt schnell. Das sah ein bisschen so aus, als hätte er da so ein bisschen die Nerven verloren. Ja, das passiert auch leicht mal. Also Levi, wie ich schon gesagt habe, ein sehr aggressiver Spieler. Und da verliert er auch schnell mal die Nerven. Oh, er hat Weißel hier gerade den Stock mit dem Upsmash geklaut. Und jetzt beide Hunde auf ihrem letzten Stock, vielleicht von diesem Set. Mal schauen, vielleicht können sie ja auch nochmal ein Comeback machen, aber sie müssen hier jetzt auf jeden Fall die Kills langsam bekommen. Und Weiße schafft es nicht ganz. Syntec immer noch da, schafft es onstage zu kommen und weiter ein bisschen Damage zu machen. Okay, Skyvania schafft es hier einen Kill zu kriegen und den nächsten. Sehr schön, das war wieder halbwegs even. Ja. Klar, Venia schon mit 80%. Aber Syntec mit dem SD. Okay, und also Levi muss jetzt auf jeden Fall zack, zack machen. Ja. Am besten auf Skyvania gehen, aber natürlich kann man Beißel nicht einfach so vergessen. Deswegen ist gar nicht so dumm von ihm, dass er gerade auf Beißel geht. Er hat bisher auch 17% erst. Das ist auf jeden Fall smart. Ja. 44%, das ist alles noch im Rahmen. Das kann Levi schaffen. Ja, er arbeitet auch sehr viel mit der Edge, wenn ich mich nicht anders wollte. Ja, viel, auf jeden Fall. Ja, ich überlege das. Oder auch nicht. Skyvania. Skyvania ist tot. Okay, das ist das 1-on-1. War stark. Jetzt bin ich mal gespannt. Das kann Levi auf jeden Fall schaffen. Er hat eigentlich keinen großen Nachteil jetzt im Moment. Das ist ein ganz normales 1-on-1 gerade. Weißel natürlich. Und okay, Ausgleich. Das war close. Sehr schön hier gespielt. Weißel und Skyvania schaffen es hier, den Ausgleich zu erzielen. Oh, und beide synchron. Sehr schön. Ja, cool, dass wir hier noch ein drittes Game sehen können. Auf jeden Fall spannend. Dass das Comeback von Levi. Levi hat das auf jeden Fall gut gemacht. Also Levi hat das sehr knapp noch gemacht, ist erstmal auf Beißel gegangen. Ja. Der ja auch, also man muss schon auf den stärkeren Spieler gehen bei sowas, weil wenn man auf den schwächeren Spieler geht, dann bekommt man halt auf den Latz von dem Stärkeren. Mhm. Und wenn man auf den Stärkeren geht, dann kann man das vielleicht sogar noch 2v1 schaffen. Ja, jetzt auf jeden Fall knapp gemacht. Manchmal stehen sich da dann die Spieler auch gegenseitig im Weg, wenn sie im gleichen Team sind. So, wir sehen keinen Switch. Ah, guck mal hier. Doch, wir sehen einen kleinen Switch. Und zwar der Dalmatina, diesmal gespielt von Skyvania. Beide Dakan-Spieler main diesen Skin, den Dalmatina. Ah, okay. Das heißt, jetzt durfte mal der andere ran. Genau, der Skin Power-Up. Bin schon mal gespannt, ob es was nützt. Oh oh. Weiß hier gerade schon mit einem Spike. Aber. Oh oh. Oh. Ja, beide versuchen sich hier zu spiken. Also, das ist sehr aggressiv. Hier gerade an der Ledge. Oh mein Gott. So viele Spikes und keine Kills. Und erst beide ungefähr 50%. Ja, ich habe die beide schon fast runterfliegen gesehen, ehrlich gesagt. Ja, beide mit derselben Taktik. Also die. Oh, guck mal hier. Erster Kill geht an Team Rot. Ja. Und Beißel mit dem Doppelspike und das killt. Ja. Yo, okay. Beide Spieler hier schön on fire gerade bei Team Rot. Mal schauen, ob Team Grün das hier gerade ausgleichen kann. Lange. Naja, sie haben beide schon ungefähr 80%. Jetzt bekommt Levi aber gerade ein bisschen Damage, schon 40% hier gerade. Mit einer Offstage-Option hier. Okay, Skyvania. Moment, Weißel verliert den Stock und Skyvania genau. Hier gerade. Hey, vielleicht war das die Taktik, dass man die beiden so ein bisschen verwechselt. Das kann gut sein. Und bei mir hat es jedenfalls geklappt. Okay, schöner Damage hier gerade vom Weißel.
ich weiß nicht, ob das ein wirklich brauchbares Team ist, also wirklich brauchbar, doppelt erkannt, aber man wird halt komplett wegbombardiert, ne? Man kann auf jeden Fall das Ganze total verwirrend machen für den Gegner. Also es hat heute auf jeden Fall schon oft genug funktioniert. Der SD, seltener SD hier gerade von Levi, und das sieht ganz, ganz stark jetzt hier gerade aus für Team Rot. Ja. Weißel am Trollen hier mit der Dose und dem Wiggle Shield. Oh, und er kann den Stock hier holen von Syntek. Verliert Skyvania überhaupt seinen ersten Stock? Ja, Levi hier mit 29%. Mal schauen, wie viele Stocks er noch holen kann. Vielleicht kann er ja doch den ein oder anderen Stock noch holen. 5 Stocks, also wenn er das Comeback schafft, Hut ab. Und ja, das hat er sich angedeutet. Das war der erste. Ja. Aber stark, wie lange den gehalten hat. Und manche Spieler bekommen halt den Power-Up beim 2v1. Ne? Ich bin auch eigentlich im 2v1 ziemlich gut. Und guck mal, das war schon der zweite Stock, den er hier gerade gezogen hat. 3 hat er noch vor sich. Jetzt muss er aber erstmal Damage machen. Die halben Stocks sind weg. Schafft das noch einen ganzen zu ziehen. Oh. Schön. Einer ist offstage. Okay, er committet nicht so ganz, geht nicht komplett auf Stage, was die richtige Wahl ist wahrscheinlich. Oh mein Gott. Oh, der F-Smash. Oh, er kann es überleben. Oh. Er kann es überleben. Okay. Jetzt schon bei 100%. Natürlich muss er jetzt viel leisten, aber wenn er jetzt Skyvania Stock zieht und dann nochmal beißelt, dann könnte das wirklich, dann hat er reale Chancen, das zu schaffen. Aber wie gesagt, er muss einiges leisten. Ich glaube. Skyvania mit dem Spike. Schön. Und wie viele Spikes haben wir in diesem Set gesehen? Von beiden Spielern oder von allen vieren? Oh, nochmal synchron. Okay, 2-1 für Beißel und Sint.